I have to fix this. Oh mein Gott, das ist so ungewohnt, wieder so blond zu sein. Und es nervt. Ich brauche einen Spiegel. Dann ein Bild von mir in der Natur. Richtig selfish. Zeit damit verschwendet, Fotos zu machen. Dieser Tag wird so lang. Ich hätte jetzt original 10 Minuten Zeit, sich fertig zu machen. Also ich bin Sabine von der Medi-Uni Wien. Und ich bin Diana von der Medi-Uni Köln. Ja, also nochmal ein paar Worte zu gestern. Wirklich nonstop on the go bin. Also ich habe kaum mal eine ruhige Minute. Ja, war auf jeden Fall richtig cool, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht und so eine Resteverwertung gemacht. Ich hatte noch so ein bisschen Acai Bowl und das Granola habe ich von Freunden bekommen, die Woche bei mir geschlafen haben, weil die auf Interrail waren. Dann ist da noch griechischer Joghurt drin. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas gemacht habe, aber ich glaube, es wird schmecken. Hoffentlich. Ich habe mich ready gemacht. Und für mich geht es jetzt zum Friseur. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. I have to fix this. Ich freue mich, dass ich einen Termin bekommen habe, jetzt noch vor morgen, bevor ich nach Hause gehe. Dann sehe ich nämlich ganz fresh aus, wenn ich nach Hause gehe. Ich bin jetzt bei einem, weil ich muss noch eben schnell Geld abholen. Aber der Friseur ist eh hier direkt bei mir in der Nähe. Und dann laufe ich eben hin und ich werde euch mitnehmen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Das hat so viel Volumen, muss ich erstmal dran gewöhnen. Aber ich glaube, es gefällt mir. Also, es dauert natürlich noch so 2 Haarwäschen, bis die Farbe dann richtig sitzt. Nach dem Friseur muss man sich da immer ein bisschen dran gewöhnen. Aber die hat die so voluminös gemacht. Ich bin gespannt, wie lange das hält bei meinen Haaren. But I think I like it. Was denkt ihr? Oh mein Gott, das ist so ungewohnt, wieder so blond zu sein. Jedes Mal nach dem Friseur sag ich das. Die hat ja auch ein bisschen geschnitten, so Stufenschnitt. I think I like it. Okay, ich muss meinen Akku flanen und ich mache mir jetzt was zu essen. Okay. Ich liebe es, Leute, wenn es hier so kurz geschnitten ist, dann... I love it. Okay, ich habe meine Haare aber gerade nur... Ich hoffe, weil ich gegessen habe und ich bin gerade dabei, Outfits rauszusuchen für meinen Trip. Wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ich fliege nach Hause morgen. Das Wochenende. Der Hauptgrund war eigentlich, dass morgen der 11.11. ist. Heißt, morgen ist Karneval in Köln. Und ich komme nicht direkt aus Köln, aber halt Nähe Köln. Und habe schon einige Karnevals in Köln verbracht, gefeiert. Und dieses Jahr auch, nämlich im Februar. Aber 11.11. fängt es ja an. Deswegen ist es halt nur an einem Tag. Und im Februar ist es ja an mehreren Tagen mit Rosenmontag und so. Irgendwie, keine Ahnung, hat es sich so ergeben. Die Johanna ist ja jetzt da auch hingezogen. Und dann mache ich das halt direkt so, dass ich morgen früh fliege und dann direkt zu ihr gehe und dann auch bei ihr bleibe und am nächsten Tag erst nach Hause fahre und meine Family sehe. Und ich darf aber nur Handgepäck mitnehmen, beziehungsweise eigentlich nur so ein Personal Item. Und ich besitze keinen Rucksack. Deswegen war ich so, okay, mit was nehme ich jetzt mit? Aber ich glaube, ich nehme einfach meine Sporttasche, weil die relativ groß ist, aber halt nicht, also noch, das gilt halt noch als so, ja, so Rucksackgröße. Und ich finde es so schwer, mal so Outfits zu planen. Jetzt muss ich mich hier umziehen und gucken, was ich mitnehme und was nicht. Weil irgendwie ist, glaube ich, da besseres Wetter als bei uns in Wien gerade. Mal sehen, deswegen ja. Ich habe gerade mein erstes Outfit an und probiere jetzt noch ein paar andere an. Und ja, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ein Paket ankommt bei DM, was ich abholen muss. Und ich kriege diese Benachrichtigung nicht. Es soll heute ankommen, aber ich kriege diese Benachrichtigung einfach nicht. Ich muss gleich arbeiten und wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann ist es auch zu spät. Und ich brauche dieses Geschenk. Dazu kommt noch, dass ich momentan immer noch keinen Spiegel besitze. Seit 2 oder 3 Wochen ist dieser Spiegel kaputt. Noch länger. Der ist bestimmt schon länger kaputt. Und ich einfach immer noch keinen neuen bestellt habe. Also doch, ich habe ihn bestellt, aber ich muss ihn noch zahlen. Und dann wird er mir erst losgeschickt. Und jetzt muss ich jedes Mal in den Flur laufen. Und es nervt. Weil ich brauche einen Spiegel. Ich habe letztens
Bei Hollister so ein schönes Korsett-Topgold, Leute. Sieht so schön aus. Ja, passt richtig zu meinen Augen. Ich glaube, das nehme ich mit, falls wir feiern gehen sollten. Ich bin natürlich mal wieder komplett zu spät. Typisch Sabrina. Ich wollte nur sagen, ich habe dieses Foto gemacht, weil ich meiner Schwester einen Geburtstagsbrief schicke. Sie hat mich bald Geburtstag. Da tue ich das jetzt rein. Freut sie sich bestimmt. Ich mache das manchmal, wenn ich Leuten Post schicke, dass ich dann so ein Bild von mir rein tue. Richtig selfish. Ja, und dann habe ich da noch so ein kleines Armband reingetan, das ich bestellt hatte von Fossil. Ich hoffe, meine Schwester schaut jetzt nicht diesen Vlog. Ja, habe ich Zeit, das jetzt noch zur Post zu bringen? Nein, eigentlich nicht. Muss ich es heute noch zur Post bringen? Ja. Okay, let's go. Ich habe zu Hause meine ganze Zeit damit verschwendet, Fotos zu machen, weil das Licht noch voll gut ist, meine Haare sitzen und ich morgen um diese Uhrzeit nicht mehr da sein werde. Beziehungsweise meine Haare dann nicht mehr so gut sitzen werden. Jetzt habe ich den Salat, jetzt komme ich zu spät. Vor allem, ich muss auch noch was abholen meinem Freund für mein Kostüm morgen. Ah! Und ist ja nicht so, als ob man bei der Post immer direkt dran kommt. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir haben schon 10 Uhr. Aber ich habe den Kittel. Grüße gehen raus an Tore. Immer ganz fleißig meine Videos schaut. Von dem habe ich nämlich den Kittel ausgeliehen. Seid gespannt, als was ich gehe. Kleiner Hint. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit. Wir haben 10 Uhr. Ich bin schon erst eine halbe Stunde zu Hause. Ich habe irgendwie noch voll Hunger. Und ich muss noch meinen Koffer packen und ich muss um 4 Uhr schon wieder aufstehen und zum Flughafen gehen. Diese Girl. Ja. Deswegen wird es jetzt noch ein bisschen stressig, aber. Guten Morgen. Es ist einfach ein bisschen zu früh für mich. Meine Haare sitzen einfach immer noch. Ich habe nichts gemacht. Ich habe weder gebürstet noch irgendwas. Wir haben 4.40 Uhr. Ich gehe in 10 Minuten los. Ich habe jetzt meine Tasche gepackt, die ist echt sehr voll. Ich habe gefühlt nichts mit. Die Tasche ist halt auch einfach nicht groß. Es soll ja dafür auch gar nicht so groß sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich 2 verschiedene Arten von Streifen übereinander anziehen kann. Aber ich kann den Pulli nicht noch einpacken und ich glaube, jetzt gerade ist es eigentlich auch ganz nice. Normalerweise, wenn ich gehe, ist mein Zimmer mal top, dass wenn ich wiederkomme, ist alles perfekt. Ich habe Bettwäsche gewechselt. Nur das Ding ist, meine Wäsche ist nicht trocken geworden. Jetzt muss ich die hier stehen lassen für 4 Tage. Das mag ich gar nicht. Aber gut, ist das jetzt so? Ich habe auch so schlecht geschlafen. Weil ich immer denke, dass ich meinen Wecker verschlafe und ich bin nämlich schon seit 3 Uhr wach. Dieser Tag wird so lang. Aber ich freue mich. Ich freue mich natürlich auch. Das war ja auch meine Entscheidung. Deswegen. Und es war eine gute Entscheidung, dass ich den späteren Zug genommen habe, weil ich stress mich bei sowas gar nicht. Ich kenne die Flüge und alles, deswegen, ja, weil es für mich jetzt ging alles richtig schnell, auch durch die Sicherheitskontrolle und so. Jetzt habe ich mir gerade noch einen Croissant geholt, ein bisschen Stärkung, obwohl ich jetzt nicht wirklich Hunger habe. Und jetzt habe ich mir gerade nochmal ein Brötchen geholt, damit ich wirklich gut gestärkt bin. Und ich sehe gerade, dass da der Zug kommt. Der hat jetzt original 10 Minuten Zeit, sich fertig zu machen. Ich
Hallo! Oh mein Gott. Yeah, I'm ready. Habe ich noch Schuhe ohne Marke. I can't, wirklich, I can't. Oh mein Gott, wie funny ist das bitte? Ja, gleich Bilder. Oder ja, also, ich will doch kurz zeigen, dass ihr gleich was sehen will. Also, ich bin Sabine von der Medi-Uni Wien. Und ich bin Johanna von der Medi-Uni Köln. Doch, wir sind ready. Wir haben hier gerade, ich habe ja bei meiner Freundin geschlafen und wir haben hier gerade, wir hatten gestern voll spontan hier noch eine Hausparty und hier sieht es aus oder sah es aus wirklich, der ganze Boden klebt immer noch so heftig, aber wir sind gerade 4, 5 Leute, die haben es gerade alles richtig schnell aufgeräumt, ich liebe ja auch aufräumen, vor allem auch so nach Partys, ich glaube mich könnte man da echt arrangieren und mir da einfach ein bisschen Geld für zahlen, dann komme ich zu euch und mach sauber, ich liebe sauber machen wirklich, das hört jetzt ein bisschen komisch an. Machen wir jetzt gerade Frühstück, wir haben was geholt. Frühstücken jetzt noch in Ruhe. Meine Stimme geht wieder ein bisschen besser. Es war ein Zeitpunkt gestern, wo ich nicht mehr reden konnte. Meine Stimme war so witzig. Und dann mache ich mich gleich fertig und fahre dann aber auch nach Hause. Ich freue mich schon. Meine Family. Hier haben wir gerade den Frühstückstisch gedeckt und essen jetzt gleich. Okay, ich melde mich wieder. Ich bin am Bahnhof und ich warte darauf, dass mein Zug kommt. Ja, also nochmal ein paar Worte zu gestern. Es war auf jeden Fall echt richtig cool. Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Also es war echt mega. Jetzt nervt das voll, dass hier dieser Zug steht. War überhaupt nicht kalt. Ja, also wir waren dann halt morgens im Zülpicher Platz. Da musste man halt auch kontrolliert werden, wenn man reingeht und so. Und dann waren wir da eigentlich die ganze Zeit. Und dann sind wir später zu meiner Freundin, zu Johanna. Und dann wurde es auf einmal eine Hausparty. Also voll viele sind da noch gekommen. Und dann später sind wir von da aus irgendwann abends zu einem anderen Freund von ihr und haben da so ein bisschen Chilligen gemacht. Und dann wollten wir dann nochmal los und haben überlegt, feiern zu gehen oder eine Bar. Dann sind wir aber in eine Bar, aber ich bin da gar nicht mehr mit rein, weil wir standen halt so lange an, mir war so kalt und ich war so müde. Man muss bedenken, ich war seit 3 Uhr wach und ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Also ein paar Leute haben mich dann noch nach Hause gebracht und habe ich auch nur geschlafen. Und ja, mir geht's eigentlich voll gut, also es geht. Okay, jetzt ein bisschen besser. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe zwar eine Ibo genommen heute Morgen, aber oh mein Gott, meine Stimme. Gestern Nacht, es ging gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr reden. Es war so witzig. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Ich habe eine Sprachnachricht jemandem geschickt und oh mein Gott, ich muss mir die heute nochmal anhören. Es ist so witzig. Ich freue mich jetzt auf zu Hause. Ich glaube, heute Nachmittag sehe ich auch schon mal andere Freunde. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich mitfilme, weil ich ja generell zu Hause nicht so viel filme oder nicht so gerne filme. Aber ich schaue einfach mal, was ich mitfilme die nächsten Tage und was sich da zusammenschneidet. Ja. Ach, auch noch zu gestern. Ich, so süß, da ist irgendjemand einfach, oh, das ist so hell, zu mir gekommen und hat mich erkannt auch. Die war so süß, die war so lieb. Also, wenn du diesen Vlog schaust, bitte schreib mir mal auf Instagram. Ich habe ihren Namen vergessen. Aber so witzig, ne? Dass sie mich kennt von YouTube, meinte sie. Sie schaut meine YouTube-Videos. Und dann in Köln sieht, auch noch da auf dem Zülpicher Platz, da waren wir, es waren ja 1000 Leute gestern in der Stadt, das ist richtig cool. Ja, voll der Zufall, habe ich mich auf jeden Fall voll gefreut. Ja.
Hello. Oh Mann, ich melde mich wirklich nicht so viel. Wir haben jetzt schon Montag. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich wirklich nonstop on the go bin. Also ich habe kaum eine ruhige Minute. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinen Oma und Opa. Und die sind halt auch, da muss ich jetzt auch erstmal knapp eine Stunde hinfahren. Heute Nachmittag fahre ich zu meinen anderen Oma und Opa, dann kommt noch meine Patentante, dann sehe ich noch meine Freundin von mir. Also es ist wirklich stressig, ich bin die ganze Zeit nur von A nach B fahren. Aber ich will es ja auch, ich meine, ich will ja auch die Leute hier sehen und so. Und es ist halt dann immer ein bisschen stressig, wenn man nur 4-5 Tage hier ist. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. Meine Erkältung geht es wirklich echt besser. Also ich glaube, es ist nur noch meine Stimme und ein bisschen Schnupfen, aber es wird schon. Auf jeden Fall die letzten Tage, vielleicht samstags noch, bei Hans im Glück mit einer Freundin haben wir was gegessen. Gestern habe ich so Family Time gemacht, wir waren Minigolf spielen. Und abends bin ich noch zu einem Freund gefahren, da waren dann auch noch ein paar andere Freunde aus meiner alten Klasse. Ja, war auf jeden Fall richtig cool, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Und wie gesagt, bin ich auf dem Weg zu meinem Oma und Opa. Muss mich auch beeilen, ich muss jetzt echt langsam mal losfahren. Aber ja, ich genieße die Zeit auf jeden Fall sehr hier. Morgen geht's schon wieder zurück, ich habe gar nicht so viel Zeit. Und ich muss noch was für die Uni machen und ich finde einfach keine Zeit dafür. Aber ja, wird schon.